würde ich sagen, willkommen im großen Was wäre wenn von Pen Paper Space Shift. Ja, bevor wir gleich erfahren, was wenn gewesen wäre, wenn wir uns anders entschieden hätten oder Sachen besser gemacht hätten oder schlechter gemacht hätten, habe ich eine kleine Sache. Ich darf ein bisschen Werbung machen für eigene Zwecke auf meinem Kanal. Nein, darfst du nicht. Landesmedienanstalt haben was dagegen. Okay. Da wirst du auch für bezahlt. Ja, scheiß drauf. Am 9. Juli machen wir Pen and Paper das Gesetz. Wieder live auf Twitch mit, also das Politikabenteuer mit endlich meine Premiere. Das ist, werden wir mal sehen, wie ich mich dann anstelle. Während hier jemand auf dem Bild rumkraxelt, ich kann auch nicht mehr reden. Am 9. Juli kann ich dann hoffentlich reden als Spielleiter. Da erzähle ich dann die Geschichte und. Okay, der Soundtrack ist gerade ziemlich seltsam. aber gut, tun wir so, als wäre nichts. Und ja, da werde ich den Spielleiter machen bei dem kleinen Politikabenteuer und der Max wird wieder mit dabei sein. In dem Abenteuer. Yes. Und der wird einen Charakter spielen. Ja, ansonsten, ich glaube, die anderen sind nicht dabei. Modi wird es zugucken, hat er gesagt. Der will sich den Stream angucken. Die Chips sind schon da. Ja. Ich hoffe, ich werde mich nicht allzu blöd anstellen als Spielleiter. Keine Sorge, ich habe schon gesagt, ich werde in Unterhose und Unterhemd vor dem Bildschirm sitzen und die ganze Zeit sagen, das kann ich besser und Chips fressen. Dann mach ich also nur Emote-Chat an, wenn man es dann. Ich bin Mod. Das lässt sich ändern, Modi. Das lässt sich ändern. Gut, ansonsten weitere Pen-Paper müssen wir nochmal planen. Das ist, wenn wir dann. Ja, wenn Leute es schaffen, Termine einzuhalten. Heute haben wir es ja auch irgendwie hingekriegt, also irgendwie im letzten Jahr. Ja, die Notfallbesetzung. Irgendwie kriegen wir es dann im Notfallbesetzung doch mal hin, da haben wir genügend Leute auf dem Server. War irgendwie eine andere Besetzung geplant, aber gut. Ja, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, dass der Arzt plötzlich Captain spielen musste, weil ja, die eigentliche Besetzung ausgefallen ist. Ja, gut. Ich finde, ich habe es ganz gut gemacht. Das finden wir raus. Ich meine, wir haben die Mission erfolgreich abgeschlossen. Jedenfalls, was ich noch sagen wollte. Erfolgreich, ja, definitiv sehr erfolgreich. Ihr habt einen Krieg angefangen. Ja, gut. Jedenfalls, auf jeden Fall. Wir sind lebendig zurückgekehrt. Das war ein voller Erfolg. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, jetzt müssen wir natürlich verhandeln, eine Gruppe, ich wäre jetzt das nächste Mal wieder für ein Fantasy-Abenteuer, so wir da jetzt wieder in die Welt von die Herrschaft der Schatten zurückkehren. In das ist Reich der Zwerge, egal, ich bin vorbereitet auf alles. In das Reich der Zwerge, Elben und Zauberer, so wir da mal wieder ein bisschen. Müssen wir mal schauen, wer damit spielen will. Aber am 9. Juli erstmal Pen Paper. Das Gesetz. Wird auch spannend. Habe ich einiges vorbereitet. Ja. Ich freue mich drauf. Ich auch. Also einschalten. Live auf Twitch. Und später auf YouTube. Und dann würde ich mal sagen, würde ich an Mordi abgeben und der erzählt uns mal, was wir denn noch so hätten machen können. Während die Leute Penis auf dem Bildschirm malen. Er muss immer da sein. Ich meine, wäre nicht das erste Mal. Ich meine, wir hatten auch schon Penisturm im Spiel. Er war schon mal storyrelevant. Ja. Schon. Wir sind hier im Was wäre, wenn das ist. Dafür ist hier. Ja, die Bilder gehören sowieso mir, also macht ruhig. Es ist auch nach Mitternacht. Die Kinder sind schon im Bett. Na gut, wenn das Video online kommt, nicht mehr, aber gut. Ja, alles klar, gut. Dann fangen wir mal an. Ja, am Anfang. Und zwar am Anfang. Am Anfang war ich ja alleine so ziemlich im Büro des Admirals oder was auch immer der für einen Posten hatte. Ja, hatte er. Bitte Katze.
Ja, er war eine fette Katze, gut. Er war nicht. Okay, alles klar. Mein Gott. Ich mach mal ein bisschen ruhigere Musik an bei der Gelegenheit. Ach, Leute. Kontext 10 von 10. Man merkt, dass es spät ist und die Leute nicht. Ja. Nein. Bis nach Mitternacht ist hier. Ja, okay, fangen wir am Anfang an. Am Anfang hast du das Gespräch so gut wie möglich eigentlich gemacht. Naja, hätte er, okay. Hätte er nicht verkacken können, weil das der Zweck war, ihr seid ausgewählt, weil ihr definitiv am entbehrlichsten und am inkompetentesten seid. Warum? Ich bin doch nur entbehrlich, weil ich fucking Staatseigentum verkaufe. Ja, ja, genau deshalb. Deshalb, der andere... Und ich bin... Den wollte man schon lange loswerden, sagen wir es mal so. Und der Android wurde eigentlich nur für genau diese Mission gebaut. Deswegen hat man mich in die Position des Captains gegeben, in der Hoffnung, dass ich mich halt wirklich, was ich auch getan habe, dass ich mich halt wirklich für mein Schiff opfere. Da hat er gesagt, ja, bitte mach das. Nein, einfach nur, weil gehofft wurde, dass sie dich nicht noch länger ertragen müssen danach. Tja, letztendlich musste man... gesagt. Das ist der Ende eben. Das Ende hat ein bisschen was anderes ergeben. Ja, das Ende hat sehr viele Dinge anders ergeben, die als geplant waren, aber war cool, ist cool für mich. Ja, das Gespräch habt ihr gut gemacht, dann war das Schiff da. Ihr habt euch zwar vehement geweigert, das Schiff zu erkunden, aber ist okay. Haben wir ja dann doch gemacht. Ihr wusstet, was ich brauchte. Ja, das stimmt. Ihr hättet... Er hat bei der Among Us wieder entdeckt. Sorry. Schön. Der Among Us alles, dort im Bild. Alles ist Among Us. Ja, auf jeden Fall. Ihr hättet bei der Station, wo ich euch mehrfach darüber informiert habe, hey, wollt ihr vielleicht doch irgendwelche Informationen, irgendwelche Sachen besorgen? Nö. Nein, wollen wir nicht. Gut, okay. Hättet ihr rausfinden können, dass euer Admiral bekannt dafür ist, dass er relativ extremistisch handelt und eigentlich als Kriegstreiber gilt. Ah, das hat er ja voll recht geschafft. Deshalb ist er auf diese relativ entfernte Station gekommen, dass er da keinen allzu großen Schaden anrichten kann. Rausschmeißen geht nicht. Hä? Denkst du, das interessiert irgendeinen Typen, der einfach nur Geld damit mal wieder machen wollte? Ja, das ist das Problem. Geplant war es eigentlich, dass ihr eine Crew spielt, die moralisch das tut, was sie für richtig hält, gute Werte hat und so weiter. Im Endeffekt wart ihr... im allerbesten Fall in Richtung chaotic neutral unterwegs. Ja, im allerbesten, positivsten Fall. Ich hab alle gesprengt, wenn es nötig gewesen wäre, nur damit diese Monster frei werden. Das war aber doch klar, dass unsere Crew chaotisch wäre. Wenigstens. Ja, aber du hast ja zumindest zu helfen. Du hast doch aber sogar gehofft, dass jemand ein Ferengi spielt. Ja, das war auch cool. Ich hatte nur gehofft, dass euer Captain vielleicht moralisch gut ist, es euch so ein bisschen in die richtige Richtung schubst, du hast was eigentlich geplant war, aber dann kam Personalausfälle. Du hast nicht gedacht, dass ich zum Captain werde. Nein, ich eigentlich nicht, aber... Ich hätte jetzt erwartet, dass ich es annehme. Ich hatte gehofft, dass du es annimmst, weil du noch halbwegs brauchbar als Captain wärst. Ja, ich aber weiß. Nicht der mit Abstand inkompetenteste mögliche Charakter. Ich hatte auch überlegt, zwischendrin einfach zu sagen, ja gut, fühlst dich mal, ich nehme jetzt deinen Posten. Warum hast du es nicht getan? Aber gut, geht's. Ja, da hättet ihr auf jeden Fall Dinge über ihn rausfinden können und dass vielleicht die ganze Sache so ein bisschen stinkt, was ihr da tun müsst. Aber habt ihr nicht gemacht? War für wir euch alles gemacht. Cool? Hat Spaß gemacht. Ja, ja. Gut, dann der erste Encounter mit den Leuten. Habt ihr okay geredet? Gut, ihr habt vorher eine Maschine zerlegt, weil... Gründe? Hätten wir... Was mich interessiert, hätten wir den Kopfgeldjäger irgendwie anders effektiver, besser... Da kommen wir dazu, wenn wir bei ihm ankommen. Wir sind erstmal bei dem anderen Schiff. Das habt ihr im Grunde auf die schlechtestmögliche Weise gelöst. Das ist ja später auch aufgetaucht. Deshalb habe ich euch auch den schlechtestmöglichen Encounter gegeben. Nämlich den Typen, der allgemein schon so ein bisschen
suspicious war und alles genau untersucht hat, mit ordentlich Waffenkraft und für sich auch ordentlich Loyalität und Moral. Den habt ihr erledigt. War auch die einzige Möglichkeit bei ihm, mit Gewalt zu reagieren. Habe ich mir auch so aufgeschrieben. Die anderen zwei Typen vom Ende wären auch noch möglich gewesen, dass ihr die rübergeschickt kriegt. Je nachdem, wie ihr euch halt vorher im Gespräch anstellt und da wart ihr halt... Ach, die Leichten, die haben einen... Ey, ich hätte es fast geschafft. Ja, du hättest es fast geschafft, aber du warst nicht gut genug und... Davor hat, war dann halt schon... Nein. Das ging dann die, naja. Davor war eigentlich schon entschieden, okay, ihr kriegt diese, den. Was hättest du eigentlich gemacht, wenn ich es geschafft hätte? Was geschafft? Diesen Sprachskill. Dann hättest du es geschafft. Ja, was hättest du denn gemacht? Wärst du dann verzweifelt, weil das Schiff weg wäre? Ich hab keine Ahnung. Dann hätte ich halt improvisieren müssen, was dann passiert. Das ist meistens so. Ich plane nicht für jede einzelne Entscheidung, die möglich ist. Ja, ich weiß. Das kann man auch gar nicht. Also, ist auch besser. Oh, man kann. Meistens. Nein, nee. Glaub mir. Das geht nicht. Ich hab, glaube ich, 6 Enden oder so vorbereitet. Ihr habt Ende 7 erreicht, erneut. Deshalb, ja, ist halt so. Deshalb, also den Typen habt ihr ganz gut erledigt. Ihr hättet währenddessen, wenn ihr aufgepasst hättet, auch noch rausfinden können, dass euer Doktor tatsächlich Körper übernehmen kann. Mhm. Und ausschalten, was er getan hat. 2 vor euren Augen. Wir haben es bloß nicht gesehen. Nein, habt ihr nicht, weil keiner von euch irgendwie Dinge suchen oder erkennen oder Wahrnehmung oder sonst irgendwas hat. Tja, das ist... Die Kompetenzen für diesen Auftrag, ich sag's. Auch, bei meinem Charakter hat es mich gewundert, dass halt absolut nicht... Also Spuren lesen, als es dann darauf rankam. Ja, du hast halt nicht daran das, gedacht. Ich hab dich, glaube ich, weiß nicht ganz, ob ich dich darauf hingewiesen habe, aber... Ich saß mit drinne. Du hast mehrfach darauf hingewiesen, vor allem, dass Menschenkenntnis komplett nutzlos ist. Also Spurenlesen wäre sowas von... auch logisch für den Charakter relativ relevant gewesen. Das wäre ein Ding, okay, ja, und du hast... vielleicht ein bisschen mehr Kampfsachen, wenn man so ist. Na, ja, Kampfsachen hatte ich ja Körperkraft. Er hat hat scheiße gewürfelt. Kampfmäßig war ich sogar... 10-90er in einer Reihe waren auch nicht schlecht. Also Handeln... Ja, die waren legendär. Also Handeln war sogar meine stärkste Sache, da war ich relativ gut. Ja, ich weiß, du hast halt einfach Pech gehabt. Hm. Punkt. Ich bin kurz davor gewesen, unseren Piloten in die Luft zu sprengen. Ja, passiert. Der Pilot war kurz davor, den Captain in die Luft zu sprengen. Ja, ihr wolltet euch eigentlich gegenseitig alle nur umbringen. Wir haben eigentlich alle ständig gegeneinander gekämpft. Eigentlich wollte ich ständig nur den Captain ausnocken, weil er die ganze Zeit Scheiße gemacht hat. Ey, ich hab manchmal ganz schön gute Sachen gemacht. Also ich bin das voll geil, das war hier alles. Das ist hier. Leute, nein. 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 Keine Symbole hier. Im Stream. Alles gut. Diese Farbkombi macht mir gerade ein bisschen Angst. Alles gut. Die macht alles Angst. Die Farbkombi schwarz, rot, weiß ist ein bisschen gefährlich. Das ist... Ja, ist doch alles gut. Das ist eine Bongas-Figur im Cockpit. Ja, und sehr schlecht gezeichnetes Versuch, was ich zeichnen wollte, aber es ist echt kacke. Ist alles cool. So, wie war's? Gut. Wie ging's dann weiter? Okay. Wo war ich? Ah ja, ihr seid bei dem Encounter gewesen. Ja, dann habt ihr das gelöst. Ihr habt übrigens erfolgreich geschafft, niemanden außer die letzten beiden umzubringen. Mhm. Beziehungsweise ihr habt einen umgebracht. Wie hätten wir die umbringen können? Zum Beispiel indem ihr über die 10% Leben hinaus Schaden gemacht hättet. Zum Beispiel den... Ja, die haben den Roboter zerstört. Zum Beispiel den Mr. Kopfgeldjäger. Ja, zu dem kommen wir... Dann gleich, der war ja der nächste Encounter, den ihr hattet. Den hättet ihr. Also, ich sag's gleich: Es ist selbst in der Lore von der Welt nicht möglich, den umzubringen. Ah, okay. Es geht einfach nicht. Gut. Punkt.
Ja, aber ihr hättet ihn ausschalten können, wenn ihr die Musik tatsächlich früh genug ausgemacht hättet und dann angegriffen, dann wäre er ausgerastet und hätte die Hälfte von sämtlichen seiner Werte verloren, inklusive Leben. Dann wäre er absolut möglich gewesen, auszunocken zumindest. Ja, ausgenockt haben wir ihn ja auch. Weißt du, wie schwer das ist? Ich finde, das ist so absurd, ich habe ihn die ganze Zeit mit mir getragen. Bad. Ja, gut. Da habe ich irgendwann nicht mehr drauf geachtet. Ich habe euch einfach machen lassen. Ja, aber ich habe mich auch nicht viel bewegt. Ich war im Grunde die ganze Zeit im Cockpit. Ja, das stimmt. Du warst wirklich die meiste Zeit im auf der Brücke. Ja, war aber auch nützlich. Ja, ich bin die ganze Zeit hinterhergelaufen, Zwergi. Ich meine, das habe ich bemerkt. Als Pilot macht es ja Sinn, dass du auf der Brücke warst. Das schon. Ja, ich musste ja aufpassen, dass du den Doktor nicht umlegst. Wer weiß. Ja, das stimmt. Das war ja ich, mein Job war, meine Programmierung war, auf den Doktor aufzupassen. Das Zwergi abzufacken. Das war letztendlich auch irgendwie nicht geplant. Ich genügend Sachen verkauft, versucht zumindest. Ja, das stimmt. Im Endeffekt. Ich habe jede Situation genutzt. So, aber was für Möglichkeiten ihr bei ihm noch gehabt hättet? Lasst mich mal kurz nachgucken, was ich geplant habe. Aha. So, das hattet ihr nicht. Was hatten wir nicht? Da komme ich gleich zu. Ich hätte ihm auch die Crew verkauft für so einen Schildgenerator. Ja, das wäre tatsächlich auch möglich gewesen, dass ihr ihn einfach bezahlt. Weil er kriegt Geld für den Auftrag. Wenn ihr mehr bietet, dann ist es okay. Ich wollte in meinem Charakter halt immer davon abhalten, irgendwie was, das ist die Sachen zu verkaufen, dass da irgendwie mit Feinden zu diskutieren, ob man da irgendwas ja, schifft. Ja, ich verstehe, warum dein Charakter so gehandelt hat, aber es war absolut dämlich. Das war einfach von in der Funktion des Captains, dass man einfach die Idee mit dem das Zeug von der Krankenstation zu verkaufen, das ist einfach eigentlich hätte ich da noch schlimmer gegen kämpfen müssen, weil das ist kompletter Schrott. Schiffseigentum zu verkaufen, auch wenn es Schrott ist. Ja gut, das hättest du gerne so ausspielen können, das ist eigentlich relativ egal. Wahrscheinlich hätte ich dich eh wieder sprachlich ausgebootet. Ja. Also, ihr hättet die Möglichkeit gehabt, ihn einfach zu bezahlen, ihr hättet die Möglichkeit gehabt, mit ihm auszuhandeln, dass er euch zumindest den Auftrag noch fertig erledigen lässt. Ihr hättet ihn, wie ihr es gemacht habt, ausnocken und dann einsperren können. Was hätte es noch für Möglichkeiten gegeben? Ja, was euch sonst noch so wäre nicht möglich gewesen. Ich führe halt einfach die ganze Zeit ein chilliges Gespräch mit ihm und dann haue ich in den Goldklumpen. Wir hätten auch einfach am Anfang die Musik ausmachen können und. Ja, also mit dem. Wie gesagt, dann Hälfte wert und gib ihm. Ach, das hätte ihn geschwächt. Ja, die hatte mich nicht gestört, deswegen hatte ich sie ignoriert. Das hat ihn echt geschwächt, oder? Das hat ihn geschwächt, oder wie, ohne Musik. Ja, wie gesagt, er wäre halt komplett ausgerastet, hätte ein anderes Angriffsmuster gehabt. Ein deutlich schwächeres und hätte die Hälfte sämtlicher seiner Werte verloren. Molly, mal auf den die Sache, dass das so storyrelevant und so, du hättest auch einfach sagen können, jetzt spielt hier eine Musik, das musste ich ja auch machen, weil dein Internet offensichtlich zu schlecht ist, bei allen anderen hat es geklappt. Das wäre auch so gegangen. Ja, ich weiß, aber es ist halt einfach besser, wenn das tatsächlich stattfindet. Ja, es ist... Das ist ganz cool. Naja. Die Zuschauer. Dann war die Musik auch noch. Sorry an alle Fans dieses Genres, aber für mich war das Lärm. Das ist da. Ja, gut. Ja, das ist der Berliner. Ich hatte es so leise. War angenehm. Ja, das. Ich habe auch gefragt, ob die Lautstärke so passt. Und dann hat's Discord auch noch verkackt. Das hat nicht Discord verkackt, das hat offensichtlich deine Internetverbindung verkackt, weil alle anderen haben sich nicht beschwert. Ja, manchmal hat es ein bisschen, also nur die Musik gestoppt. Also wenn du geredet hast, aber das ist ja. Ja, das ist die Echo-Unterdrückung. Das ist auch so extra eingestellt von mir gewesen. Ja, ich weiß. Damit ihr mich auch verstehen könnt, während das Zeug spielt. Klang vielleicht jetzt nicht so gut, aber es war besser, als dass ich die ganze Zeit reinbrüllen muss.
Ja. Also das tut mir leid, dass dein Internet versagt hat, aber da kann ich jetzt nichts für. Das war... Willkommen bei Vodafone. Wie gesagt, ich kam ja auch gut an. Ja. Herzlich willkommen bei Vodafone, sag ich genau. Ja, deshalb... Ja, gut. Es war ein Versuch. Ich weiß, dein Internet macht das nicht mit. Das heißt, ich werde in Zukunft Soundeffekte und so weiter minimieren. Punkt. Oder mir einfach schicken, dass das in meine Playlist einbauen und dann einfach... Das funktioniert so nicht, weil ich Dinge plane, die du nicht wissen kannst und darfst als Spieler. Das hättest du mir geben können. Also ich meine, das war ja so offensichtlich, dass es... Ja, das hätte ich dir geben können, aber ich wollte nicht. Das hättest du mir einfach sagen können, der Typ, der so aussieht, als würde er Musik geben. Ich meine, wie sah der aus? Der hatte Disco-Beleuchtung an sein. Das Einzige, was du hätten beides machen können, wäre, dass du gesagt hättest, jetzt sollst du spielen oder so. Ich meine, Modi, ja, der sah aus, der hatte Disco-Beleuchtung in seinen Klamotten. Ich meine, wie offensichtlich, dass man... Deshalb habe ich dir von Anfang an gesagt, okay, du würdest es merken. Ich habe dir nicht vertraut. Du hättest mir einfach kommentarlos das Stück in die Playlist schicken würden und hättest mir einfach den Charakter einblenden können. Ich hätte gewusst, was ich machen soll. Ich bin kein Fan davon, dass ihr allgemein als Spieler zu viel von storyrelevanten Dingen wisst. Jetzt mir gar nichts darüber verraten haben, wie gerade gesagt, aber gut, egal. Ja, du würdest einen wichtigen Charakter kennen und wenn du auch nur ansatzweise eine Ahnung von Dingen hast, auf denen sowas basiert, dann hättest du auch direkt gewusst, okay, Modi, so und so muss ich das machen. Ich hab nicht ansatzweise die Ja, das ist gut, okay, bei dir hätte ich es gewusst, aber bei anderen hätte ich es halt nicht gewusst. Weil ich ja, denke, gut, man erkennt auf was. Wenn man es kennt, weiß man, auf wem er basiert. Ich weiß es nicht. Ja. Müssen so weiter. Wir müssen mal. Auf was basiert er nochmal? Ich war mir nicht sicher. Was ist deine Vermutung? Mir fällt gerade nichts ein, aber. Dann lass uns darüber nicht rätseln. An irgendwas, was ich erinnere. Weitermachen. Ja, wer es kennt, der weiß Bescheid, wer nicht, der weiß nicht Bescheid, ist gut so. Ja, das ist okay so. Habe ich beim letzten Mal auch so gemacht, bei dem einen Monster, ist okay. Ich werde schon mal Spoiler für meine Abenteuer, also nicht inhaltlicher Spoiler, aber ich werde auch einige Sachen einbauen, ein paar Insider einbauen, die man jemand einfach kennt oder nicht kennt. Das sind halt einfach Anspielungen an Sachen, an Popkultur. Ist okay, darf ich weitermachen, bitte? Ja. So, ihr habt dann den Typen eingesperrt. Ist legit, den habe ich euch auch in der Pause gegeben, dass das geht, weil ansonsten werdet ihr da einfach untergegangen. Ende. Und da habe ich keinen Bock drauf. Nein, ihr werdet da untergegangen, weil kampfmäßig ist der halt wirklich gegen den Kampf, gegen das Ding vom Ende ausgelegt, von den Werten her. Und vom Schaden her. Also... Deshalb habe ich ihn auch mit der normalen Hand zuschlagen lassen, weil mit der anderen wäre das halt einfach... Ich glaube, das Ding habe ich mit... Ich glaube, mit 30 W20 Schaden oder so ausgestattet. Okay. Das wollt ihr nicht. Das wäre ein One-Hit-Kill gewesen. Das wäre ein One-Hit-Kill für das Schiff gewesen. Das Schiff hat nicht mal so viel Leben bei mir. Tja. Also ja. Das wollte ich nämlich eigentlich rausfinden mit der Frage, wo ich gesagt habe, dass sie mal kontrollieren soll, wie viel unser Schiff aushält. Was hatte unser Schiff eigentlich? Muss ich mal kurz gucken. Ich glaube, das hatte auch so... Moment. Muss kurz was rechnen. Hab die Werte nämlich nur kopfnotiert gehabt. Wie viel Schaden es grob macht. Es hat keine definitiven Werte, aber... Warum gibt man denn einem Charakter so eine mächtige Waffe, wenn man weiß, dass die sowieso nicht eingesetzt werden kann? Die sollte gegen Ende eingesetzt werden, wenn es eins von den Enden gewesen wäre, die geplant sind, aber... Okay. Kam nicht. Das war das, was am Ende den halben Planeten weggesprengt hat. Dann hätten die uns doch auch one-shotet. Hätten die uns doch... Wenn ihr nicht weggekommen wärt, dann ja. Punkt. Hättet ihr eine von den letzten Navigationsproben verkackt, dann wärt ihr auch mitgesprengt worden. Ende. Ja, gut. Das verstehe ich schon. Welcher Typ ist eigentlich ein random Typen? Startprojekt zu sabotieren. Das war
Um was zu machen? Um eine Stadt zu sabotieren. Was wurde denn sabotiert? Dann, hä? Der Kopfgeldjäger war doch das Ding, um das Staatsprojekt umzubringen im Grunde. Achso, ja. Der wurde von einem von den Planeten, die bei den Forschungen mal draufgegangen sind, bezahlt. Ohne Kontext, der sollte eigentlich nur den Doktor erledigen. Ah, ja. Und der ist teuer, also das hat wirklich einiges gekostet, die. Der Doktor, das hätte auch, das wäre... Hätte er auch nicht verpuffen können und den mal einfach, haben wir ihn noch von seiner Form zurückbringen können? Oder? Hättet ihr nicht können, der war halt als Finale gedacht. Der war auch wirklich das Monster, was dann am Ende dort. Ja, am Ende hat er das übernommen, deshalb der Hint mit, er kann Körper übernehmen. Okay. Dann hätten wir auch einfach den. Hätten wir verlieren können an den Kopfgeldjäger oder hätten ihn auch abgeben können. Oder ja, so. Genau, hättet ihr jederzeit machen können. Dann hättet ihr am Ende nur das Monster gehabt. Und das wäre um einiges schwächer und unkontrollierter gewesen. Gut, hat jetzt keinen Unterschied gemacht, großartig, aber. Aber letztendlich hat es den Unterschied gemacht, dass das eine Monster uns ja geholfen hat. War das der Doktor? Euch hat niemand geholfen, der hat sich nur auf was anderes kontrolliert. Na, zu seiner Hintergrundsache. Komm ich gleich dann. Nein, das eine Monster hat ja das Raumschiff, den Zerstörer angegriffen und damit. Das erste Ding ohne Kontrolle hat einfach nur wild um sich geschossen. Da ist ein riesiges Ziel, da ist ein kleines Ziel, hätte alles treffen können. Aber es hat ja direkt das Raumschiff den Zerstörer angegriffen. Und damit, beim zweiten Mal, als es übernommen wurde. Damit hat es uns ja geholfen. Also ob es jetzt das gewollt hat oder nicht. Nicht unbedingt absichtlich, vielleicht so ein bisschen, aber ja. Man kann auch unabsichtlich helfen. Ja, genau. Ihr habt am Ende überlebt. Ja, gut. Ja, auf jeden Fall, der dritte potenzielle Encounter, wenn ihr zu schnell fertig geworden wärt, wäre noch 90% improvisiertes Geister- bzw. Zombie-Schiff gewesen mit irgendwelchen Krankheiten, und da hättet ihr ein bisschen was über Hintergründe von diesen ganzen Organhändlern und so weiter erfahren. Ja, jetzt die Organhändler waren ja absolut gar nicht im Abenteuer mit drin. Ja, die wären halt da relevant geworden, aber ja, zeitlich hat es halt nicht gepasst, dass wir das auch noch. Was ich ein bisschen schlecht fand, weil ich bin dann so ein bisschen, ich bin da storymäßig so ein bisschen an dem einen Gehirn hängen geblieben, was damit hatte. Konnte das halt so. Ja, da hättest du halt eigentlich dein ganzes Zeug gekriegt und so weiter. Aber wie gesagt, zeitmäßig war es halt einfach nicht drin. Hab da halt so ein bisschen mit diesem Blutspendeautomaten dort improvisiert und mit dem Wasser und den Schrauben und so weiter, war so ein bisschen, naja. War, glaube ich, auch nicht schlecht, aber. Es war halt im Endeffekt einfach absehbar, dass ihr dann wahrscheinlich nicht heute fertig geworden wärt, und ich habe keine Lust, das unnötig zu strecken. Deshalb, also potenziell kann man das nochmal irgendwann in der Zukunft machen, weil es ist da. Ja, erstmal nicht. Ja, erstmal brauchen wir das nicht unbedingt. Ich brauche jetzt brauch Pause von diesem Universum. Ja, ist klar, das ist halt größer als das Fantasy-Zeug. Das Ding, nennen wir es mal so. Das Ding, was ich mich gefragt habe, hätte ich dort auch noch, also das eine war ja relativ klar, dass ich da noch was hätte finden können, weil ich halt keinen Wert auf Entdecken und so weiter hatte. Gab es dann nach den Leichen, gab es ja dort diese Stelle, wo du mir gesagt hast, da ist noch irgendwas verbrannt, das hätte ich da noch was finden können. Du hast alles gefunden, was ich da platziert hatte, und du warst sowohl als Charakter als auch offensichtlich als Spieler nicht in der Lage, die Hinweise so zu kombinieren wie nötig, auch weil gegen dich gearbeitet wurde. Aktiv. Nein, gar nicht. Wir haben alle viel zu viel gegen dich gearbeitet. Ich habe keine Daten gelöscht, ich weiß gar nicht, was du meinst. Ja, genau. Lächerlich. Das ist auch. Lüge. Ja, das ist halt Pen and Paper, das ist man. Wir werden immer gegeneinander arbeiten in Pen and Paper. Ich hatte halt nicht damit gerechnet, dass wirklich jeder, abgesehen von dem Charakter, der dafür gedacht war, gegen euch zu arbeiten, wirklich gegeneinander komplett. Aber ist das nicht bei jedem Pen and Paper so, dass sich jeder gegen jeder und alle gegen... Nein!
Jeder, nein, jeder gegen. Eigentlich hat man Gruppen, die zusammenarbeiten, auch jeder, so bei euch. Doch jeder gegen jeder und alle gegen den Spielleiter, so muss das sein. Wir hatten einen Verrückten, einen, der gegen alle anderen. Wir waren alle verrückt. Dem Bösen helfen sollte. Und einen, der. Also den verrückten Kapitän, den verrückten Piloten und den. Einen verrückten Roboter. Androiden, der eigentlich einfach gegen alle war. Ja, was im Endeffekt nicht nötig gewesen wäre, weil es hat sich rausgestellt, hey, ihr steht doch alle auf derselben Seite. Ich hab's halt am Ende einfach nicht für nötig gehalten. Ich war kurz davor, diese Granate einzusetzen. Damit hätte ich einfach das ganze Raumschiff gesprengt, wenn die Daten irgendwie geleakt wären. Aber brauchte ich nicht. Ja, was? Das kam gerade nicht durch. Das kam wirklich nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob der Captain wirklich auf unserer Seite ist. Ja, ich weiß es auch nicht. Ist mein Charakter auf irgendeiner Seite? Ich glaube, mein Charakter hatte einfach Bock, das Ding zu schaffen und das einfach. Das ist fast wie bei den Ferengi. Der wollte das schaffen. Der wollte seine Belohnung dafür. Der wollte Essen haben. Das war halt auch irgendwie. Ja. Gut. Ein halber Kopfgeldjäger, der halt auch irgendwie so. Das ist ja, ich meine, es passt zu der Hintergrundgeschichte, das ist halt absolut ungeeignet als Captain. Aber das hat es interessant gemacht. Gut, am Ende. Was hättet ihr finden können? Informationen dass die hier versuchen, so ein riesiges Monster, das Planeten und ganze Sternensysteme zerstören kann, waffenfähig machen wollten. Das wurde erfolgreich gelöscht, das habt ihr nicht rausgefunden. Ist am Ende trotzdem passiert. Ihr kriegt die Information, da ihr ja sowieso mit den Dingern arbeiten müsst. Ja, wir haben es mitgekriegt, ne? Ja. Jetzt im Endeffekt schon. Ihr hättet, ja, am Ende war es eigentlich geplant, dass ihr das rausfindet, euch entscheidet, oh nein, wir müssen das aufhalten, schnell, dann wärt ihr von dem Doktor angegriffen worden, er hätte sich zurückgezogen, hätte dieses Ding gerufen. Hätte es übernommen, hätte euch angegriffen, dann wäre erst der Zerstörer wieder aufgetaucht und hätte euch mehr oder weniger mit Unterstützungsfeuer geholfen. Dann wäre am Ende der Kopfgeldjäger aus wo auch immer aufgetaucht und hätte das Ding fertig gemacht und ihr hättet währenddessen gegen euren Androiden kämpfen sollen. Mhm. Es kam anders. Tja. Ich hätte sie vernichtet. Hättest du warst massiv overpowered am Ende. War nur, ich glaube, ich hätte einfach uns alle vernichtet auf einen Schlag. Wäre einfacher gewesen. Wäre auch legit gewesen. Das wäre auch ein legit Ende gewesen. Deswegen wollte ich halt die ganze Zeit mit dem Doktor sprechen, ob ich mich selbst zerstören soll und die anderen auch. Ja, das habe ich dir überlassen. Okay. Modi, hätte ich dort... Was bei dem Gespräch rauskam. Hätte ich dort als Außen an die... aus der Basis rausgegangen bin und dort... Und die Basis herum auf der Welt erkundet habe, hätte ich da noch was finden können, was da außer dieser Teealge, die ich dort gerettet habe. Ja, wie gesagt, das war eigentlich ein Stück von dem Vieh, das vorher schon aufgeweckt wurde aus Versehen und die Basis zerlegt hat. Das hättet ihr rausfinden können, wenn ihr alle Infos gehabt hättet. Aber hattet ihr nicht? Also, ja. Und es wurde erfolgreich sabotiert. Es hat ja auch zwischendurch mal so die Also als dort auf die Welt rausgegangen bin, hab ich mir so gedacht, das hat mich da so ein bisschen den Vibe von hier von Star Wars, ich weiß nicht welcher Teil das ist, wo die mit dem Millennium Falcon irgendwo drinnen landen und dann in dem Maul von dem Viech drin sind und dann aussteigen und dann gucken und dann merken, dass der Boden irgendwie ein bisschen komisch ist und dann merken, oh scheiße, das Ding lebt. Ja, das war auch so ein bisschen dabei. Ich hatte aber eigentlich eher an die eine Clone Wars Mehrfachfolge gedacht mit diesem riesigen Monstervieh. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das war glaube ich Staffel 2. An die Basis, was vielleicht auch einfach daran liegt, dass ich gerade mit dem Spiel durch bin. Aber die Basis war für mich einfach, ich hatte einfach die Mondbasis aus, Achtung, Spoiler, die Mondbasis aus Wolfenstein 1, aus Wolfenstein The New Order im Blick. Ja, die habe ich extra nicht erstellt. Erstens, weil da nichts Ordentliches an Basis rauskam und zweitens, könnt ihr euch vorstellen, wie ihr wollt. Ja, das sind dann eigentlich so alle Infos, die ihr haben könnt. Ach ja,
die Sache mit dem Doktor war, dass er von einer Welt stammt, die mittlerweile von Menschen vollständig vernichtet wurde, bis auf ihn. Und er deshalb einen extremen Hass auf die hat. Was auch die Aktion am Ende erklärt. Lieber die mitnehmen als irgendwas anderes. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass dieses Monster die menschliche genetische Information in Zwergi erkennt und uns auch angreift. Nein, aus dem Flugzeug springen müssen. Ihr wart Unterstützung genug, dass das nicht passiert. Ja, dann. Obwohl so viel Mensch da, glaube ich, gar nicht mehr drin ist. Ich habe mich selbst gewundert, wie weit ich von dem Konzept abgewichen bin. Eigentlich wollte ich den Charakter ja. Ich hatte ja sogar als Nachteil blutdurstig drin, was ich. Wie war das? Kann ich nochmal nachgucken? Mordlust hatte ich drin gehabt. Wie wenig das ich eigentlich ausgespielt habe. Also ich wollte ihn eigentlich als komplett animalisches Ding, was eigentlich nur töten und aufschlitzen und weiter wollte. Dafür, ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, aber dafür bin ich dann viel zu sehr zu Picard geworden. Dass ich dann viel zu oft an den Stellen gewesen, wo ich doch eigentlich ziemlich, also auch bei den Szenen, wo es dann um Kommunikation ging, eigentlich hätte ich da öfters doch schon mal den Bedrohenden auch raushängen müssen, hätte ich sagen müssen, ich schreie die an oder ich drohe denen und so weiter, aber ich habe dann oft doch die diplomatische Weise versucht. Du warst halt leider nicht bedrohlich genug. Ja, genau, du hast es eigentlich oft genug versucht, du bist halt einfach überhaupt nicht bedrohlich gewesen, weil du exorbitant scheiße gewürfelt hast in den Situationen. Und da habe ich halt den Diplomaten raushängen lassen und habe dann versucht irgendwie... Das war auch nötig, ansonsten wäre es einfach wirklich zu viel gewesen. Ich habe einfach den PK gemacht. Das ist genau die richtige Beschreibung dafür. Also was die Kämpfe angeht, auch, aber was auch die, vor allem was die Verhandlungen über die Bildschirme, da viel zu oft den PK gemacht. Ja. Zu oft finde ich nicht. Ich fand, du hast echt ziemlich gut gespielt. Gut, dass du andauernd auf die Fresse gekriegt hast, war vielleicht nicht so gut, aber ja, das passiert. Das war ein kalkuliertes Risiko. Wenn ich da das Schiff verteidige, Ich meinte eigentlich nicht, dass du bei Feinden auf die Fresse gekriegt hast, sondern allgemein von deinen Leuten. Ja, das hätte ich auch nie erwartet, dass die so Anti-Mates sind. Eine Sache mal anmerken. Ich habe genau drei Treffer bekommen. Wir haben massiv gegeneinander gekämpft. Du hast halt Glück. Wir haben so massiv gegeneinander gekämpft, das war heute wirklich zwar. Ja, ich wollte, dass ihr gegeneinander arbeitet, aber dass einer gegen euch arbeitet, nicht, dass ihr alle unnötig gegeneinander arbeitet. Aber es war spaßig. Okay. Ich hab's genossen, dass ihr alle das gemacht habt. Gut, mögliche Enden wären gewesen. Entweder ihr werdet gefangen genommen. Ja, wäre möglich gewesen. Oder ihr werdet getötet, wäre auch möglich gewesen. Aufgrund von der Art und Weise getötet? Auf eine von vielen. Es gab sehr viele Möglichkeiten. Ja. Ich hätte doch einfach abstürzen können. Ihr hättet auch einfach abstürzen können, jederzeit, wenn du nicht so gut geflogen wärst. Ja, ich hab halt mit Absicht gedacht, ich bin der Pilot, ich sollte wenigstens der Einzige sein, der das Einzige. Kann, was er alles Buch fährt. Na toll, jetzt sieht man hier wie mein Desktop. Professionell hier. Achso, und ja, die Aufnahme funktioniert, wenn man geschaut hat. War es auch sehr unterhaltsam. Das freut mich. Ich hatte zwischenzeitlich schon Angst, dass es zu schlimm wird mit euch. Ach, wir haben uns doch benommen. Ja, diesmal lief alles ganz gut. Technische Probleme gab es heute auch hier bei mir, also Internet scheiße. Und ja, Internet war halt bei dir wirklich. Du bist auch bei mir ab und zu abgebrochen, also ich weiß nicht, ob OBS, das ein Fehler oder an mir. OBS hat auch heute irgendwie, das ist so ein bisschen, ich glaube gerade auch wieder, da funktionieren die Szenen gerade nicht ganz, die ich eingeblendet habe. Oh nein, ja, das ich ist hatte das, Mist. Ich hatte das halt öfter, ich habe halt in einem anderen Tab die
die Playlist mit den Musiken drin. Das war jetzt, normalerweise ist das kein Problem, wenn ich darüber wechsle. Da sieht man nicht, dass ich rüber wechsle, weil das auf die, weil das die Szene im Vordergrund hat. Aber das gab es manchmal, die Szenen gab es manchmal drin, wo ich dann einfach bemerkt habe, habe ich nicht darauf geachtet, habe ich nicht rechtzeitig übergeschaltet. Da lief halt einfach Werbung dann im Stream. Ja, gut, das muss man mit rechnen. Wir sind halt keine Profis in nichts davon. Das ist halt. Normalerweise funktioniert das auch, aber ich bin vor allem gespannt, wie ich das hinkriegen werde. Dann muss ich nochmal. Irgendwie müssen wir noch eine Generalprobe hinkriegen, dass das mal irgendwie. Dass zumindest mal versucht, wie ich das technisch hinkriege, dass wenn ich das dann selber, wenn ich selber Spielleiter bin und dann noch den Stream zum Laufen kriegen muss. Ja, es wäre vielleicht gut, wenn du einfach mal just for fun eine Runde, wo du einfach alles testest, leitest, damit du auch ein bisschen reinkommst. Irgendein anderes System. Ich kann dir auch ein Abenteuer kurz zuschreiben, was du in so 2-3 Stunden durch hast. Ja, nicht ganz, aber ich will jetzt kein 2-3 Stunden Abenteuer machen. Aber das war irgendwann mal privat und out of stream, das war mal irgendwie mal. Ja, genau. Ich hätte halt gesagt, dass ich dir einfach kurz eins von den. Von den kurzen. Aber das ist jetzt zu viel off-topic eigentlich, aber. Ja. Da brauch ich da nochmal. Ich bin ja im Grunde durch. Ihr habt es geschafft, Ende. Was wir da nochmal absprechen, dass wir da irgendwo noch Spieler finden. Kriegen. Ja. Können wir mal, oder? Ja, also. Ja, wie gesagt. Also, ihr habt es geschafft, das Ende zu schaffen, womit ich nicht gerechnet habe. Ihr solltet eigentlich nicht überleben, oder ihr solltet überleben, aber solltet euch. Euer Ziel sollte es am Ende sein, gut, wir werden zurückgehen und diesen Admiral vor Gericht bringen oder erledigen oder sonst was. Ihr seid zurückgegangen, habt die Mission erledigt und einen Krieg angefangen. Gut. Sei euch gestattet. Ja, Material das passt, ja auch zu euch. Material für zukünftige Abenteuer. Das ist der Krieg gerade begonnen, da können jetzt weitere Charaktere. Ja, das ist absolut möglich. Kriegsszenarien. Ja, wobei ich eigentlich solche Kriege richtig scheiße finde, weil Schlachten ziehen sich. Ja. Die ziehen sich und ziehen sich. Es ist eine Würfelei ohne. Ja, man Ende, muss. Wir müssen auch in dem Universum nicht nochmal spielen, es sei denn, wir haben irgendwann Bock drauf. Das Universum besteht, das Universum ist relativ komplex. Ich habe das runtergebrochen. Für das Stream, war nicht ohne Grund als One-Shot geplant. Ja, klar, also das Abenteuer sowieso. Meine One-Shots werde ich auch so schreiben, dass da nichts weiter geht. Das ist ein One-Shot, danach ist das Ja, ich halte es halt immer relativ offen, falls jemand Lust hat, da nochmal reinzugehen. Ich meine, ich kann auch ein Kriegsding machen, das ist kein Thema, muss ich halt ein bisschen Recherche machen. AKA alles an Star Wars gucken, was möglich ist. Gut. Aber ja. Gut, dann sind wir soweit durch. Was wäre das schlechteste Ending gewesen, was wir hätten machen können? Alle tot, alles. Krieg und alle tot. Ja, im Grunde schon. Es kriegt in der Galaxie und alle sind tot. Ja gut, so habt ihr jetzt nur wahrscheinlich ein paar Milliarden umgebracht, aber das geht noch. Ach, alle Menschen. Hätten wir. Braucht man eh nicht als Androide. Überwiegend. Hätten wir prinzipiell am Anfang auch schon so. Gab es auch wieder einen Weg, dass man irgendwie am Anfang. Dass man vielleicht am Anfang, als das erste Schiff kam, schon so blöd reagiert hätten können, dass wir uns da schon alle umbringen hätten können, oder? Mir zwar fast, aber egal. Nein, da hätte dann euer Doktor eingegriffen. Also Encounter hättet ihr sowieso gekriegt. Bei dem einen wäre es möglich gewesen, ihn zu belabern und zu überzeugen, dass er jetzt nicht alles durchsuchen muss und so weiter. Wäre gegangen. Und einer wäre halt mehr oder weniger komplett wahnsinnig gewesen, bei dem war die Wahrscheinlichkeit auch, dass er sich aus Versehen selbst ins Gesicht schießt. Du wolltest, dass wir überleben. Ja, das hättet ihr überlebt, ansonsten hätte, wie gesagt, der Doktor eingegriffen und hätte die Situation gerettet, was er ja im Endeffekt bei euch auch so ein bisschen gemacht hat. Was ich auch bei dem zweiten Encounter, glaube ich, bemerkt habe, wo ich was auch versucht habe, da zu kommunizieren, wo ich dann gesagt habe, der kann doch auch schießen, der hat doch hier schon mal mitgeholfen, warum setzen wir den jetzt nicht ein? Wo der auf der Brücke saß und wie dann wo die dann eben auf den Fluren gekämpft haben, wo es dann hieß, ich meine, der hat doch schon mal geholfen. Ja, der hätte euch auch da geholfen, wenn ihr wirklich komplett aussichtslos gewesen wärt. Aber wart ihr nicht.
Deshalb war es nicht nötig, dass ich... Na gut, wir waren immer aussichtslos von Anfang an. Das ist ja, aber nicht mehr als sonst. Ihr hattet noch realistische Chancen, das zu machen. Und das habt ihr im Endeffekt auch gut gemacht. Deshalb, der war halt mehr oder weniger als Notfall-NPC geplant. Ja. Aber ja. Na dann. Geht genauso wie der Kopfgeldjäger-Typ am Ende als quasi Geheimwaffe gedient hätte, um euch den Arsch zu retten. Mhm. Was jetzt ein bisschen antiklimatisch wirkt, weil ihr ihn komplett nackt gemacht habt und eingefroren. Ja. Aber ist halt so. Ziel war nein. Und nicht ihr. Also, ja. Gut, dann würde ich mal sagen, ja. Wenn nicht noch Fragen sind. Ja, ich sind noch irgendwelche Fragen? Ja. Aber ja. Alleine da? Ja, klar. Ja. Das okay. Hatten wir ja schon schriftlich gehabt gerade. Dann sage ich Danke an alle, die mitgespielt haben. Boah. Sehr gerne. Okay. Ja, vor allem danke an Yumi, die sehr spontan eingesprungen ist. Ja. Okay, ich glaube, wie viele Stunden vorher? Zwei Stunden habe ich gefragt, ob sie einspringen kann. Ja, das könnte ich erzählen, was da los war. Sehr effektiv Zeit. Nee, ich glaube, das müssen wir jetzt hier im Stream nicht mit reintragen. Ja gut, wir nennen ja keine Namen. Wir sagen einfach mal, es gab mit einer Person terminliche Probleme. Jemand anders ist spontan krank geworden. Kann man nichts machen. Und wir hatten Ersatzpersonal, das krank geworden ist. Wenn die Ersatzperson krank wird. Es war so, also zwei Minuten vor Beginn des Streams war noch, wir waren beide, Mordi und ich waren so ziemlich so am Grenzen unseres, also wir hatten keinen Plan mehr, wie das noch irgendwie, es war kurz davor, dass wir gesagt hätten, das müssen wir schnell hinschmeißen. Wir müssen sagen, ja. Stream absagen, also, das hilft nichts. Also im Grunde war es diese SpongeBob vernichtet Akten in seinem Gehirnszene. Ja, so ziemlich. Was bei uns abgegangen ist, aber es ist nicht noch alles gut genug. Tja, was schief gehen kann, geht schief. Murphy's Law. Ja. Ja, aber jetzt hat's ja doch geklappt. Ja, herzlichen Dank. Das war spaßig. Herzlichen Dank an Yumi, dass du nur so schnell eingesprungen bist. Auch herzlichen Dank an Max, dass du jetzt hier so. Dass du dich an Termine hältst. Dass du an Termine hältst, dass du ja auch für dein das mitspielen. Auf jeden Fall danke an Modi fürs erneute Leiten dieses Abendes und schon wieder eines Paper-Abendes. Danke, da ist wirklich viel Arbeit reingeflossen und dass du so viel Arbeit vernichtet. Dass du so viel Arbeit reingesteckt hast und dass du uns ertragen hast als Spieler. Das ist auch mal wieder eine Kunst. War diesmal auch wirklich ein sehr nice Setting, hat mir sehr gefallen. Ja. Dabei wolltest du am Anfang gar nicht. Gut, na dann. Ja, dann kannst du nochmal mit deinen bestimmt noch zwei Personen, die bestimmt sehr viel chatten, reden. Und okay. Ja, du redest noch ein bisschen mit dem Chat und red noch ein bisschen mit mir selbst, also. Ja. Würde ich sagen. Danke fürs Zuschauen. Hast du noch was bei Lego zu tun? Das kannst du auch noch eben spielen. Ja. Jetzt um 1 Uhr nachts noch. Das ist ja. 1 Uhr nachts Lego nochmal komplett durch. Erst mal The Witcher. Nochmal The Witcher Speedrun in zwei Stunden durchspielen. Einfach Skyrim Hochzeit Speedrun. Gut. Ja. Ihr merkt, es ist spät. Ja. Wir haben ja alle nur noch voll im Kopf. Das ist ja. Also. Ja, haut drin. Ja, wir können gerade in Channel 2. Haut drin. Habt noch einen tolle Nacht, tolle Abend, tolle Woche, tolle Zeit. Man hört sich mal wieder, liebe Spieler, und ja. Ja, bis nächstes Ciao. Mal. Bis nächstes Mal. Alles klar. Gute Nacht. Gute Nacht.